So, hallo und herzlich willkommen hier mal in beheizten Räumlichkeiten ausnahmsweise zur Nachbesprechung von meinem kleinen Survival-Training. Hab da ein paar Punkte, die ich jetzt noch gerne ansprechen möchte. Hab ein bisschen was draus gelernt, weil Punkt Nummer 1, den kann man gleich in diesem Zusammenhang schon nennen, besteht darin, dass ich eben erstmal mal klarstellen wollte, das Ding heißt A, kleines und B, Training. Und dazwischen ist auch noch ein Survival. Und wer sich jetzt furchtbar aufregt, das hat doch mit Survival überhaupt nichts zu tun, der beachte bitte kleines und Training. So, und so viel hat's mit Survival dann doch zu tun, dass es als kleines Training durchaus durchgehen kann, meiner Meinung nach. So. Denn man kann Survival schon auch, meiner Meinung nach, durchaus so abziehen, dass es ein bisschen lustig ist und dass es ein bisschen unterhaltsam ist und ohne, dass man unglaublich viel leiden muss, weil auch ohne zu leiden kann man bestimmte Dinge, die einem beim Überleben draußen hilfreich sein können, auch lernen. Und dann kann man sie trotzdem, ob man jetzt vorher gelitten hat oder nicht. Ich gebe zu, wenn du jede Menge Erfahrung mit Leiden hast, dann wirst du, wenn du mal in einer Situation bist, wo du unfreiwillig leidest, vielleicht ein kleines bisschen weniger leiden, aber dafür hast du vorher jede Menge gelitten. Wer das so braucht, ja bitte, nur zu. Außerdem Winter-Survival-Training, da hat sich ein sehr penetrantes Wesen darüber beschwert, dass kein Winter zu sehen ist. Es ist Winter. Die Vegetation befindet sich im Winterzustand. Und das ist eine für uns, die wir draußen überleben wollen, vielleicht noch viel wichtigere Eigenschaft des Winters als die Tatsache, dass es kalt ist. Klar, wenn es kalt ist, musst du gucken, dass du nicht erfrierst. Jo. Aber dadurch, dass die Vegetation im Winterzustand ist, kriegst du halt trotzdem nichts zu fressen. Selbst wenn es ein Winter ist, wo es plötzlich 10 Grad warm ist, dann erfrierst du wahrscheinlich eher nicht oder zumindest nicht so schnell. Oder nur, wenn du dich ganz, 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 ganz dumm anstellst, aber du kriegst trotzdem nichts zu fressen. Und solche Aspekte wie das Fehlen von, oder zum Beispiel bestimmten Pflanzen, die halt für verschiedenes anderes nützlich sind, diese Aspekte, auf die bin ich, glaube ich, ganz gut eingegangen und deswegen ist das auch eine andere Situation, als wenn man das gleich im Sommer macht. Also zwischen sehr kaltem Sommer und sehr warmen Winter bestehen schon noch andere Unterschiede als halt eben nur die Temperatur. Das wäre mir jetzt auch noch wichtig gewesen. Gut, so, dann die Sache mit dem Notsignal. ich habe ja offiziell mir selbst 7 meiner 10 Aufgaben als geschafft angekreuzt, sozusagen. Ich hatte überlegt, ob ich das eventuell auch als Umfrage irgendwie mache oder sonst wie, aber das war mir jetzt einfach zu viel Aufwand und deswegen habe ich mir das ganz dreist selbst angekreuzt. Davon ist eine besonders kritisch betrachtet worden in den Kommentaren, nämlich das Notsignal, weil das Notsignal nicht realistisch ist. So, darauf Rückfrage, wie soll ich denn bitte ein realistisches Notsignal zu Testzwecken senden? Weil wenn das realistisch ist, dann hat das ja im Idealfall zur Folge, dass tatsächlich jemand kommt, um zu gucken, ob hier irgendjemand zu retten ist. Und dann sitze ich da mir geht super und sag, oh, ich wollte nur mal testen, ob einer kommt, um mich zu retten. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt auf YouTube. Da freuen Sie sich, ne? Jetzt werden Sie berühmt. Nee, also wie soll das gehen? Wie soll man ein realistisches Notsignal ohne Not senden? Davon abgesehen, was ist ein realistisches Notsignal? Großes Feuer. Ganz einfach. Großes Feuer mit viel Rauch. Auch nicht schwierig. Schmeißt ihr irgendwas Nasses noch oben drauf und wenn es einfach nasses Laub ist, dann gibt es schon jede Menge Rauch und das qualmt wie Sau und dann wird hoffentlich irgendwann irgendwer die Feuerwehr verständigen. Jetzt zumindest hier in Deutschland. Und wenn du irgendwo anders, irgendwo in einem Wildnisgebiet ein Riesenfeuer machst, sofern es da Holz gibt, dann kommt hoffentlich trotzdem auch da irgendwann irgendeine die Waldbrandsituation überwachende Behörde auf die Idee, da mal irgendjemand hinzuschicken. So hat man also auch irgendwie Aufmerksamkeit erregt und kann gerettet werden. Ja, ich persönlich bin ja der Meinung, dass die eigene Rettung nicht das Auslösen eines Waldbrands rechtfertigt. Kann man jetzt anders sehen. Grundsätzlich habe ich mit Notsignalen bzw. einer gewissen Mentalität beim Rausgehen meine Schwierigkeiten. Das hat jetzt überhaupt nichts mit Survival zu tun, sondern mehr so generell mit Philosophie.
Und dem Wohlfühlen draußen und dem Verhalten draußen. Ich möchte es aber trotzdem nochmal erzählen. Ich habe es an anderer Stelle auch schon getan. Aber hier gehört es auch eigentlich, passt es gerade sehr praktisch rein. Böses Telefon im Hintergrund. Nämlich, wir leben zu sehr in einer Zeit, finde ich, in der die Leute zwar wieder rausgehen, aber beim Rausgehen immer im Hinterkopf haben müssen, scheinbar, dass sie irgendwas dabei haben, mit dem sie gegebenenfalls ein Notsignal senden können und sich retten zu wollen können. Ja? Das ist grundsätzlich ja jedem zu wünschen, dass er gerettet wird, wenn er in Gefahr ist und so weiter. Aber für mich, nur für mich, ich kann nur für mich sprechen, ja? Könnt ihr ganz anderer Meinung sein. Das tut überhaupt nichts zur Sache. Ich kann hier sowieso nur meine Meinung wiedergeben. Ich finde es wichtig, beim Rausgehen, um wirklich das Gefühl zu haben, draußen zu sein, im weiteren Sinne draußen, den Sicherheitsapparat der Zivilisation, im Fall von Deutschland des Sozialstaats, wenn man so will, mal ein bisschen zu verlassen. Ich halte es für super, super wichtig, dass ich, wenn ich im Wald auf die Fresse falle und mir wirklich fies weh mache, dass ich dann nicht sofort den Helikopter rufen kann, der mich da sofort rausfliegt. Weil wenn ich diese Option immer habe, ich habe ja manchmal auch ein Handy dabei, dann habe ich die Option, ja, aber oft habe ich halt meistens eigentlich keins dabei. Und da hätte ich keine Möglichkeit, mich großartig zu bemerkbar zu machen, wenn ich wirklich mal irgendwo liege und mich ganz böse verletzt habe. Und das ist mir wichtig, weil sonst bin ich nicht draußen. Sonst bin ich mit jede Menge technischem Schnickschnack und jede Menge Absicherung, die ich auch habe, wenn ich nicht draußen im übertragenen Sinne bin, sondern bloß im Stadtpark oder bloß in einer Grünfläche mitten in Frankfurt am Main oder wo auch immer. Ja? Draußen ist man nur dann, wenn man dieses Sicherheitsnetz, das einem ein Überleben auch ohne jegliche Kenntnisse als Schickimicki Großstadtgöre, ermöglicht, weil die hat auch keine großen Schwierigkeiten zu überleben, selbst wenn ihre einzige Ausrüstung in High Heels, einen bekloppten Minirock und irgendwelchen aufreizenden Klamöttchen, vielleicht noch ein Mini-Handtäschlein, mit der man bestenfalls mit dem Lippenstift noch Feuer machen kann und einem Smartphone, das ja hoffentlich funktioniert, weil damit kann sie dann schon sicherlich noch irgendwas anfangen, eben besteht. So, und wenn du diejenige, die hat Überlebenschancen, solange die in ihrer Großstadt bleibt. Wenn du die im Wald aussetzt, dann muss sie entweder ihr Smartphone benutzen, um sich dann mit dem Helikopter retten zu lassen, oder die hat halt wirklich derart keine Ahnung, wir reden jetzt von einer Klischeefrau, ob es die so in solcher Form gibt. Ich bin mir ziemlich sicher, leider, aber ich möchte trotzdem niemanden jetzt wirklich als sowas bezeichnen. Das ist eine Katastrophe, ja. Und von solchen Situationen möchte ich mich so weit wie möglich distanzieren, dass ich mich tatsächlich traue, ohne irgendein Notbackup rauszugehen. Und ich finde, die Konsequenz zu haben, dass man, wenn man völlig bekloppt ist und sich im Wald wirklich schwer verletzt, weil man mal wieder der Meinung war, Action Man oder sonst was spielen zu müssen, und dumme Dinge zu tun, die ein Verletzungsrisiko mit sich bringen, das zu hoch ist, dann hat man es aus meiner Sicht in dem Moment erstmal verdient. So, wenn man daran jetzt wirklich stirbt, dann ist das tragisch, aber hat wenigstens einen guten Grund gehabt. Beziehungsweise dann ist man wirklich ein Teil der Natur, weil wenn du als Teil der richtigen Natur einen großen Fehler machst, dann bist du tot. Döp. Ha? Nicht, nicht noch drei Extra-Leben oder sonst was. Und deswegen habe ich generell emotional Schwierigkeiten mit Notsignalsendern, Satellitentelefonen und so weiter und so fort. Emotional, selbstverständlich, kann die mitnehmen, wer möchte. Ja? Und ich gönne es jedem, der gerettet wird, dass er gerettet worden ist. Aber man ist nicht wirklich, wirklich draußen, wenn man sowas dabei hat. Hat noch eine Verbindung, eine ständige Verbindung nach drinnen. Gut, dann noch kurz zu ergänzenden Zwecken. Also erstmal die Sinnlosigkeit eines funktionierenden Notsignals. Was habe ich weggelassen? Meine drei Regeln für meinen Waldstart.
die hatte ich schlicht vergessen, ja. Ich hätte eigentlich im Dunkeln, gut, ich hatte eh nicht mehr genug Akku, aber ich hätte im Dunkeln schon noch drei blödsinnige Regeln von meinem Waldstaat, nachdem die Zombies alle gefressen haben, aufzählen können. Ich wusste das einfach nicht mehr. Ich hatte schlicht vergessen, als ich dann im Schlafsack lag. Deswegen ist das relativ schnell abgehandelt. Was habe ich noch verbockt? Ich habe Evelyn nichts mitgebracht, weil ich wirklich ums Verrecken nichts gefunden habe, was ich ihr aus dem Winterwald hätte mitbringen können, womit sowas hätte anfangen können, also so im halbwegs nützlichen Sinn. Und außerdem hat sie mir ja auch nur Schrott mitgebracht mit ihrem Emergency Drop und demzufolge die Beziehungskrise, die daraus resultiert ist, ist relativ glimpflich ausgegangen, möchte ich meinen. So, das, was habe ich noch verbockt? Ich habe ja im Grunde die Teekoch-Challenge auch nicht bestanden. Ich habe sie mir zwar als bestanden angekreidet, weil ich den schwierigen Teil davon gemacht habe, aber es hätten ja drei verschiedene Teepflanzen sein sollen. Und ja, ne, ich hatte ja nur Douglasiennadeln letztendlich in meinem Tee. Es wäre jetzt nicht weiter schwierig gewesen, da noch ein paar zusätzliche Fichtennadeln reinzuschmeißen. Hätte ich unterwegs sammeln können, war zu blöd. Man hätte auch noch ein paar Brombeerblätter reinschmeißen können. Die gab es ja auch überall. Das war ursprünglich auch mein Plan. Fichte, Douglasie, Brombeere, vielleicht noch ein bisschen Tanne möglicherweise. Aber ja, das habe ich einfach verbockt, weil ich es vergessen habe unterwegs. Ist hochgradig dramatisch. So, und jetzt haben wir... Moment, was habe ich nicht gemacht? Evelyn nichts mitgebracht, meine drei Waldregeln habe ich nicht aufgeschaut. Und eine Karte zeichnen. Eine Karte zeichnen hätte ich auch noch sollen. Das ist sicherlich von der Idee her grundsätzlich eine tolle Idee, dass man sich, wenn man sich in irgendwelchem ungekannten Terrain befindet oder sonst wie, da eine kleine Skizze macht von der näheren Umgebung, damit man sich da besser zurechtfinden kann. Nur muss ich sagen, für mich... Ich habe keine Ahnung, wozu ich das brauchen soll. Man bekommt, wenn man wirklich viel, viel, viel im Wald unterwegs ist und auch viel abseits der Wege, allein schon, weil man das auch in der Försterausbildung quasi, dann in den entsprechenden Praktikas, die man da machen muss, also was heißt in der Försterausbildung, halt auch im Forststudium, machst du auch genügend Praktika. Und wenn du da gute Leute hast, die dich da eben entsprechend unterweisen oder dann später eben, wenn man wirklich als Förster mal eine Zeit lang schafft, irgendwie so, da lernst du so schnell, wie wichtig das ist, dich in seinem Wald wirklich auszukennen. Du kriegst dazu natürlich noch eine vernünftige Karte, klar. Aber trotz Karte kann man sich in so einem Waldbestand nur sauschwierig orientieren, weil wenn das ein dichter Waldbestand ist, dann siehst du ja wirklich überhaupt nicht, du siehst ja keinen Orientierungspunkt, mit dem du mit der Karte was anfangen könntest. Dann kannst du theoretisch einen Kompass mitnehmen, damit du zumindest grob weißt, in welche Richtung du läufst. Und du grob weißt, okay, ich befinde mich irgendwo nördlich von mir, muss irgendwo noch ein Weg sein. Und südlich von mir muss auch irgendwo noch ein Weg sein. Wenn ich jetzt nach Osten oder Westen renne, dann hilft mir das nicht weiter. Ja? Aber dafür muss man auch wissen, dass da eben ja jeweils Wege sind. Nichtsdestotrotz, im Laufe der Zeit lernt man relativ gut mit dieser Orientierungslosigkeit im Waldsituation ganz gut klarzukommen. Und grundsätzlich habe ich nicht das Gefühl, auch wenn ich irgendeinen neuen Wald entdecken soll und da irgendwie was erkunde, dass mir da eine selbstgezeichnete Karte was helfen würde. Ja, deswegen war für mich jetzt die Motivation, so ein Ding zu zeichnen, relativ gering. Hingegen einen Kompass dabei haben, das würde ich zum Beispiel schon gerne, wenn ich irgendwo bin, wo ich so gar keine Ahnung habe. Theoretisch natürlich auch ein GPS, also hier gleich die ganze Hightech-Variante. Wobei, sowas besitze ich persönlich selber gar nicht, abgesehen von dem bisschen, was das Handy da kann. Aber es wäre sicherlich nützlich. Aber ich nehme meistens, wenn ich irgendwelche Wälder erkunde, die ich noch gar nicht gewesen bin, was hin und wieder durchaus vorkommt, jetzt demnächst ist es wieder soweit, da nehme ich dann ganz gerne mal einen Kompass mit, damit man so eine Groborientierung hat, dass man zumindest, wenn man jetzt nach Nordwesten aufbricht und immer schön nach Nordwesten weiterläuft, man dann logischerweise nach Südosten relativ gut zurücklaufen kann. Ja, also so, damit man nicht völlig die Orientierung verliert. Jo, aber da habe ich versagt. Karte zeichnen hätte ich sicherlich tun sollen. Die wäre hässlich geworden. Vielleicht hätte man zumindest das ein oder andere drauf erkennen können. Streng genommen hatte ich auch keine Ausrüstung zum Karte zeichnen dabei.
Ja, also demzufolge hätte ich es mit der Ausrüstung, die ich dabei hatte, auch gar nicht machen können, es sei denn, ich male mit dem Stock irgendwas in den Sand oder ich male mit Holzkohle auf ein nicht vorhandenes Stück Papier. Und ja, so in diese Richtung geht's dann halt. Ne? Ja, wie gesagt, Evelyn was mitbringen, nichts Scheiß gefunden, ist Winter. Die Regeln hatte ich vergessen. Und was war jetzt noch? Richtig. Meine Fehleinschätzung der Isolationssituation nach unten beim Übernachten, das lag vor allen Dingen daran, weil ich es wirklich nicht gewohnt bin. Ich habe ja ewig nicht bei meinem momentanen Biomasseanteil habe ich ewig nicht mehr ohne eine vernünftige Isomatte geschlafen. Das heißt ewig nicht mehr, also seit ich halt den erhöhten Biomasseanteil, signifikant erhöhten leider, Biomasseanteil habe, habe ich das nicht mehr gemacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich unter den normalen Bedingungen, weil gerade auch die Körperteile, die nicht besonders schwer sind, wie Beine, Schulterbereich, der ist auch nicht schwerer geworden, das sitzt alles irgendwo dazwischen. dieser Bereich, da hatte ich auch überhaupt keine Schwierigkeiten. Da war das wunderbar von der Isolation her und selbstverständlich, wenn man nicht zugenommen hat, dann ist auch der Bereich zwischen Schultern und Beinen vermutlich der, der am meisten wiegt. Aber trotzdem hatte ich das so wirklich nicht in Erinnerung. Und da habe ich die Situation einfach falsch eingeschätzt und klar, grundsätzlich, das hatte auch irgendwer geschrieben, ist es immer eine gute Idee, wenn man meint, man hat von irgendeiner Ressource genug, dass man losgeht und nochmal die dreifache Menge holt, dann ist es eventuell wirklich genug. Das ist ja auch so eine Feuerregel. Wenn du denkst, du hast genug Feuerholz, geh los und hol dreimal so viel. Und das unabhängig davon, was für ein Feuer du vorhast. Wenn du also denkst, du hast jetzt genug Feuerholz für ein kleines halbes Stündchen Feuerle, dann gehst du los und holst dreimal so viel Feuerholz, wie du meinst, was du für ein kleines dreimal halbes Stündchen Feuer brauchst. So, blöd ist jetzt, wenn man irgendwann genug Feuer gemacht hat und irgendwann wirklich weiß, wie viel Feuerholz man braucht für ein Feuer, das so und so lang brennt, dann ignoriert man diese Regel irgendwann und bringt halt gleich die richtige Menge und dann passt es meistens auch. Aber für eine wirkliche Notsituation wäre es eigentlich schon sinnvoll, wieder zu dieser dreifache Menge-Situation zurückzukommen. Und klar, das kann man wunderbar auch übertragen auf das Vorhandensein von Bodenisolation. Wenn du meinst, es reicht, geh los und hol dreimal so viel, dann reicht es auch wirklich. Und ja, da hat sich vielleicht wirklich für mich jetzt sehr negativ bemerkbar gemacht, dass ich halt das eben nicht zum allerersten Mal gemacht habe, sondern früher oft und sich die Situation im Vergleich zu früher doch signifikant geändert hat. Das war also doof. Das war wahrscheinlich auch der eine größere Fehler, der mir bei dieser ganzen Geschichte da unterlaufen ist. Ja, ja. Und ansonsten war die Nacht dann aber trotzdem relativ bequem. Dann nochmal irgendwelche Anmerkungen, woher jetzt meine Knieschmerzen kommen können. Glaubt mir, das weiß ich selber schon am besten. Ja, das sind meine Knie. Ich kann das super gut nachvollziehen, wann die wehtun und wann nicht. Ihr wisst nur dann, wenn ich es mal kurz eben erwähne, also dementsprechend, es ist ja alles lieb gemeint, aber ich finde an den jeweiligen Wehwehchen, einer jeweils anderen Person darf man schon ihr überlassen, wie sie damit umgeht oder auch nicht. Wir haben ja jede Menge tolle Ärzte im Internet, die ganz tolle Ideen haben, wie man das dann alles heilen oder sonst wie, oder nicht heilen oder absägen oder sonst was könnte. Ja, da wäre mir ganz lieb, wenn ich das selber entscheiden darf, ne? So. Und ja, weitere große Erkenntnisse aus der ganzen Veranstaltung. Bärlauchzwiebeln muss ich noch ausbuddeln. Das gibt mir mal irgendwann demnächst noch ein extra Video. Hoffe ich, wenn ich es noch schaffe, bis der Bärlauch austreibt. Was beim momentan nicht vorhandenen Winter durchaus nächste Woche der Fall sein könnte. Ist traurig, ist wirklich traurig. Ansonsten wollte ich noch gerne irgendwann demnächst mal wirklich ein bisschen rumtöpfern mit so Waldton, den man im Wald halt eventuell finden kann. Das ist ein größeres Projekt, das braucht sicherlich noch ein bisschen, bis ich mich daran traue.
weil ich ja auch erwähnt hatte, dass man eventuell da ja mal jetzt hier auch was töpfern könnte und dann zumindest improvisiert, auch ohne das Ganze zu brennen, sondern einfach nur wirklich aus noch recht weichem Material, zumindest halbwegs. Ich meine, nimm einen Klumpen, Ton, mach eine Mulde rein, das hebt auch, bevor du es brennst, und schwuppdiwupp hast du mit dieser Mulde zumindest irgendeine Möglichkeit, halbwegs Wasser aufzufangen. Ja, toll ist das nicht. Und aber gehen tut's. Im Übrigen, dass das Wasser dann schlammig ist, wenn man es trinkt, das ist im Grunde egal. Das sind dann zusätzliche Nährstoffe, Mineralstoffe, die man zu sich nimmt. Was da viel zu viel ist, geht am anderen Ende dann auch irgendwann wieder raus. Ja, sonst noch was? Was ist noch passiert, als der Kameraakku leer war? Ich bin nach Hause gegangen. Die Nummer mit dem Steinbruch, ich habe für mich selber den Steinbruch dann später, 2 Tage später oder was, habe ich den noch besucht und bin da noch ein bisschen rumgekraxelt. Ich habe mich ganz schlimm verletzt, aber man sieht es nicht mehr. Kratzer am Handgelenk, völlig, völlig harmlos. Bin da ein bisschen in den Brombeeren rumgestapfelt und habe ein bisschen überlegt, was man denn hätte erzählen können, wenn man in den Steinbruch gegangen wäre. Ja, mit dem Resultat, ich habe auch eine Kamera dabei gehabt, aber mal eine alternative Filmtechnik ausprobiert. Das klappt schon ganz gut, ist aber noch nicht ganz optimal. Ne? Kopfhalterung. Meine Kopfhalterung hat 2 Möglichkeiten. Entweder ich mache das Ding hier zur Seite dran. Das habe ich eben gemacht. Das ging ganz gut, aber führt halt dazu, dass ich oft einen komischen Winkel habe und alles so ein bisschen, die Welt etwas schräg aussieht. Und das nächste Mal wollte ich noch ausprobieren. Also ich bin mit dem Ergebnis echt nicht so hundertprozentig zufrieden. Das nächste Mal probiere ich dann aus, ihn hier vorne dran zu haften. Wie man das halt kennt mit den Leuten, die eine Kamera am Kopf haben. Und das sieht zwar vollkommen bekloppt aus, ich finde das da drüben einfach sympathischer, aber das ist wahrscheinlich die bessere Methode. Ja, weil man dann mit Neigen des Kopfes doch auch relativ schnell gewisse Schräglagen ausgleichen kann. Und ja, deswegen hat das alles nicht so gut geklappt, aber in diesem Steinbruch hätte es gegeben, tatsächlich, aufgrund dessen, dass es ein Steinbruch ist, wo wirklich aktiv Steine weggebrochen worden sind, mögliche Steine für Steinwerkzeuge. Weil das Thema Steinwerkzeuge, das wurde auch mehrfach in den Kommentaren erwähnt, mach doch mal da irgendwie, bau dir doch ein Steinwerkmesser und sonst irgendwie. Folgendes großes Problem, was man immer nicht so im Hinterkopf hat, wenn man denkt, man könnte sich ja draußen in der Natur ein Steinwerkzeug bauen. Die Jungsteinzeitler haben schon sehr, sehr früh in der Menschheitsgeschichte, das heißt die Jungsteinzeitler, vielleicht gab es das sogar schon in der Halbsteinzeit, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber es gab sehr, sehr früh in der Menschheitsgeschichte schon saumäßig lange Handelswege, zum Beispiel von Nord- nach Süddeutschland. Warum? In Norddeutschland gibt es Feuersteine für optimale Steinwerkzeuge, in Süddeutschland gibt es die nicht. Die kommen hier nicht vor. Ja, da müsste man schon eine Sensation landen, wenn man hier mal welche finden würde. Bedeutet, man kann in manchen Regionen der Welt nur super minderwertige Steinwerkzeuge herstellen. Beispiel Grönland. Was hatten die für Werkzeuge? Knochen vor allen Dingen, sonstige Tierbestandteile und nur ganz grobe, sehr schlecht funktionierende und wirklich ziemlich stumpfe Versuche von Steinmessern aus dem bisschen, was da halt eben an halbwegs verwendbarem Stein verfügbar war da oben. Feuerstein haben die nie gesehen, deswegen hatten sie nie vernünftiges Steinwerkzeug. Mit den Inuit kenne ich mich halt schon gerade derzeit ganz gut aus und kann das mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das da so gewesen ist. Okay, die hatten stattdessen Meteoriteneisen. Das lag da nämlich wirklich oberflächlich. Meteoriteneinschläge, ganz, ganz kleine Meteoriten, ja, lagen da rum. Und dann konnten sie das kalt schmieden und hatten dann, ohne irgendwie in der Lage zu sein, sich einen Schmelzofen oder irgendwelche hohen Temperaturen zu Hilfe zu nehmen, hatten die trotzdem relativ früh, so früh also auch ja nicht, aber deren ganze Kultur war ja in der Steinzeit quasi, bis wir da oben aufgetaucht sind, dann im 17. Jahrhundert mehr oder weniger, wo die Wikinger waren vorher auch noch da. Ja, die haben auch noch mal einen gewissen Eindruck hinterlassen, haben sich aber nur teilweise mit den Inuit-Kulturen überhaupt vermischt. Also man findet genetisch nur ganz, ganz, ganz vereinzelt so einzelne Wikinger-DNA-Teile in den Inuit. Also viel kann das nicht gewesen sein und viel eine große Rolle wird das auch nicht gespielt haben. Aber egal, das führt alles viel zu weit. Meteoriteneisen kannst du kalt schmieden, indem du mit irgendwelchen Steinen drauf rumklopfst, bis das Ganze dann halt irgendwie die Form annimmt, die du haben möchtest.
ohne dass es heiß machen muss. Das ist eine relativ weiche Angelegenheit und damit haben sie dann halt auch wieder irgendwelche Werkzeuge improvisiert. Theoretisch wäre das auch für uns eine Option. Es gibt, ich kann das zwar selber nicht, weil mir dann wieder die handwerklichen Fähigkeiten fehlen, aber es gibt tolle Videos, wo man sehen kann, wie man zum Beispiel aus einem Nagel ein Messer schmiedet, indem man mit einem Stein im Grunde drauf rumklopft. Sehr beeindruckend von verschiedenen Leuten, haben schon einige gemacht. Wer das interessant findet, kann das ja mal irgendwie googeln. Survival-Messer aus Nagel oder irgendwie Nagelkalt schmieden, was weiß ich. Müsste halt einfach mal rumsuchen. Ja, also das sind schon so Sachen, aber Steinwerkzeug eben, wenn man nicht Feuerstein zur Verfügung hat, gibt das nur was Minderwertiges. Jetzt diesen Steinbruch, den ich da habe, das ist ein Kalksteinbruch. Da gibt es, das ist relativ gut, weil Kalk neigt dazu, abzusplittern von der Wand, an der er hängt. So, und Splittern ist gut, weil Splittern produziert halbwegs scharfe Kanten. Und bei meiner Untersuchung, da habe ich also eben tatsächlich ein paar Steine gefunden, die einen halbwegs passablen Axtersatz abgeben würden. Damit fällst du natürlich 18 Stunden am Baum, aber es wäre vielleicht sogar gegangen, ja, und wirklich, also so Riesenfaustkeile, die man gerade noch so handhaben kann, mit denen man dann auch ordentlich Wucht hat, wenn man zuhaut. Man macht sich allerdings dabei dann wieder die Hände kaputt. Also es ist alles so ein bisschen Steinwerkzeug sehr, sehr, sehr schwierig, wenn man keine gescheiten Steine da hat, ne? Also ich würde selbst dem Primitive Technology Typ, der nie was sagt, unterstellen wollen, dass der für seine Steinwerkzeuge, die er zum Teil benutzt, viele benutzt er ja nicht, eventuell die Steine von woanders mitnimmt. Ja, dass in seinem Wald jetzt zufällig solche guten Steine rumliegen, wage ich zu bezweifeln. Ich meine, der Mann ist über jeden Zweifel erhaben. Aber dieses eine Detail wäre vielleicht noch erwähnenswert. So, was würde ich nächstes Mal anders machen? Bisschen weniger Pause, bisschen weniger zwischendrin im Wald hocken und nichts tun. Ich mache das halt gerne. Und außerdem würde ich mir Akkus mitnehmen, damit man den Heimweg zumindest noch so halbwegs dokumentieren kann. Das war jetzt schon nicht so geplant, aber es ist auch nichts mehr passiert. Ich hatte dann auch ehrlich gesagt keine Lust mehr und war halt eben auch eine Stunde früher zu Hause als die 24 Stunden. Es war so ein 23 Stunden Survival Training. Strecke, die ich zurücklegen sollte, waren ja 10 Kilometer. Das waren sie locker. Locker. Es waren eher 14, 15, irgendwie sowas. Also auch mit dem Rückweg natürlich dann nochmal. Ja. Also, das wären meine nicht sehr erhellenden, aber jetzt immerhin gemachten Schlussfolgerungen für das Survival-Gedönse da gewesen. Nochmal, es war ein Training, keine krasse Challenge und klein. Ja, Betonung auf klein. Wenn da kleines Survival-Training steht, dann braucht man nicht erwarten, dass ich da irgendwelche Weltrekordleistungen oder sonst was vollbringe. Finde ich. Ja, so. Gut, und damit wünsche ich frohes was auch immer und tschüss und danke fürs Reinschauen und generell auch fürs ganze Training angucken und ich hoffe, es war so ein bisschen lustig, aber ich glaube, die meisten von euch waren ganz zufrieden. Tschüss.